Tödlich verunglückt ist am Mittwochnachmittag ein polnischer Waldarbeiter in einem Waldstück in der Nähe des Neunkirchener Ortsteils Struthütten. Zusammen mit einem Kollegen hatte der 43-Jährige in einem abschüssigen Areal Bäume gefällt. Die Polizei geht nach ihren ersten Ermittlungen von einem tragischen Unglücksgeschehen aus. Offenbar war der Mann von einem Baumstamm getroffen worden, den er kurz zuvor hatte fällen wollen. Dabei hatte sich dieser Baum jedoch zunächst in einer anderen Baumkrone verfangen und sich dann bei Arbeiten am stützenden Ast gelöst. Am Einsatzort konnte der alarmierte Notarzt nur noch den Tod des 43-Jährigen feststellen. Das Amt für Arbeitsschutz und die Staatsanwaltschaft wurden von der Polizei über das Geschehen in Kenntnis gesetzt. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst waren mit insgesamt mehr als 25 Einsatzkräften samt Rettungshubschrauber vor Ort im Einsatz.